So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Nein! So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine Folge Raid am Mittwoch. Hä? So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ne? Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Eigentlich bin ich komplett demotiviert, ich komme kaum noch hoch, mir tut alles weh. Richtiger Durchhänger. Aber heute ist Mittwoch. Mittwoch ist immer mein Lieblingstag. Raid Mania, Raider Mittwoch, Raw. Werdet ihr alles sehen. Deswegen muss ich jetzt hier in die Potte kommen. Ne? Es ist jetzt hier gleich 13 Uhr. Ich muss das jetzt aufnehmen, dass das bis 15 Uhr für euch noch da ist. Heute Abend, wie gesagt, noch eine Raid Mania, also eine Raid-Stunde. Nochmal mit Groudon. Ich habe letzten Mittwoch in der Raid Mania ein zweites 100%iges Groudon bekommen. Dankeschön, Urinalbecken. Das heißt, ich kann getrost heute noch ein paar Raids machen und Bonbons sammeln für das zweite 100er. Ich freue mich auf eure Einladungen. Ich hoffe, es sind noch ein paar unterwegs. Morgen kommen dann Mewtwo in die Raids. Morgen beginnt ein absolut klasse Event. Infovideo kam ja alles dazu. Ich will nicht lang weiter reden jetzt. Ich will gleich reinstarten mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Fanraid Go AMK. Ey, Traumens ist der Dicke hier. Wir sind Glücksfreunde geworden und das auch noch mitten im Stream. Ist das nicht nett? So sieht das aus. Der ist nämlich schlau. Der macht nämlich immer bei den Abschlussraids mit. Der lädt auch zwischendurch mal bei der Raid Mania an sich ein. Also wenn man auf meiner Liste ist, muss man nicht nur faul vergammeln. Man kann auch mit mir gerade in der Raid Mania aktiv spielen. Die wenigsten nutzen das aber. Dann haben wir hier Tobias R. Oh mein Gott, wie geil. Diese Woche ist aus Durchbruch. Shiny Click aus dem Durchbruch gewesen. Master Gossi gerade gebrütet. 100% Galapafloss. Auch mega seltenes Pokémon an sich. Da habe ich zum Beispiel die Familie als 100er auch noch nicht voll, ne? Obwohl mir alle Welt zu Füße steht. Aber das ist auf jeden Fall selten. Als Shiny natürlich noch genialer. Habt ihr einen Shiny bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Lennart hier, alle legendären Shinies immer auf Baum lieber. Deswegen hat man ja einen zweiten Account, dass man das dann rübertauscht auf den ersten hier. Shiny Groudon auch mitgenommen. Zeigt uns ein übelst hässliches Bild von Giovanni, was mit dieser Mütze noch schlimmer aussieht. Dann habe ich einen 100er Pam-Pam gebrütet. Weshalb ich mich jetzt auf den Kapuno Sea Day freue, weil man ja Unlicht-Pokémon fangen muss, um das zu entwickeln. Das werde ich also am Sea Day dann versuchen, als Buddy zu nehmen, wenn ich es nicht vergesse, dann entwickeln und dann können wir es auch auf Level 50 ziehen, wurde sich schon öfters gewünscht. Maximal ein Pam-Pam auf 50, ja. Bisher habe ich die XL nicht gehabt, jetzt habe ich die XL, aber ich habe kein 100er gehabt. Jetzt ist beides im Sack Bierschanga. Also bis jetzt sahen immer nur Wotten mit den Krypto-Shinies ab. Einfaches Prinzip wie beim Lennart, einfach rübertauschen. Geht nicht, ist nämlich Krypto, Krypto kannst du nicht tauschen. Jewel. Und er saß hier auf der Arbeit. Und Nummer 2 innerhalb von einer Stunde. Zuvor hatte ich jetzt als Shiny noch gar nicht. Und jetzt direkt die Familie voll. Abenteuerwoche fand ich persönlich richtig genial. Auch wenn meine Ausbeute jetzt nicht so genial war. Trotzdem fand ich die Spawns und die... Ich fand es einfach trotzdem cool irgendwie. Ich habe nichts von den neuen Shinies bekommen, trotzdem fand ich es cool. So. Aus der Raid Mania abgesahen, Ice Scorpions. Der lädt ja immer ein. Der gewinnt fast jede Raid Mania. Der Heiko kackt sich schon ein vor lauter Wut, dass der Ice Scorpions immer hier gewinnt. Und er wird auch noch belohnt und kriegt noch ein 100% Groudon aus der Raid Mania. Und nicht nur das, sondern mehr, aber das seht ihr später. Skandalparat zeigt uns hier ein wildes Alola Raichu, was er gefangen hat. Die gibt es doch eigentlich nur im Raid. Jetzt hat er das wild gefangen und es war sogar ein 100%iges. Also, habt ihr schon mal ein wildes Alola Raichu gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Rulian Eisenstein, ein 100% Kaioger, ne? 10.6. Zaragoza, ja, ja. Perfekt, 2 Stück an einem Tag. Junge, das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Manche machen 1000 Raids und kriegen einfach nichts. Und er an einem Tag 200%ige Kaioger, wie er selber sagt. Warum haben die dümmsten Bauern immer die dicksten Kartoffeln? Grüße gehen raus an Julian Eisenstein. Weitermachen, du bist der Beste. Dann haben wir hier gesehen, dieses Ninja Chanera, was da... Einfach nur ein Bug, ist ein Grafikfehler. Es gab Leute, die haben wirklich gesagt, gab es das wirklich? Ist das ein Kostüm? Nein, ist es nicht. Shenaya hat mir wilde Pokémon geschickt. Ich habe die meisten weggelassen, aber das Aquana habe ich mit rein, weil es ihr Lieblings-Pokémon ist. Hat sie sich gefreut, ein wildes Aquana mit reingepackt. Dann hat sie hier 100er Kabuto, Shiny Groudon. Danke für den Abschluss-Raid.
was es ja immer am Mittwoch gibt. Obwohl es besser, ich mache keine Werbung dafür, sonst sind dann zu viele Leute, die dann da mitmachen wollen. Shinaya hier noch, Shiny Bronze, Shiny Stolunior, Shiny Knofenser. 100% Ausbeute vom Forschungstag hier. Rihorn mitgenommen und am Forschungstag diese Shinies bekommen. Auch Cognodon Familie voll, Schilderus Familie voll, Onyx Ammonitas. 1, 2, 3 Kill, das war mein Go-Fest. Schon ein bisschen alt, ne? Kommt er jetzt mit den Zeugs hier angerückt. Laukaps ist auf jeden Fall cool und Kamau, weil das waren einfach die neuen, genau wie Knilz und Schnuthelm. Theoretisch hat er da viel abgesahnt. Dann hier auch noch Shiny Crowdon mitgenommen. Er hat ein 100% Lugia erlöst. Für alle, die jetzt sagen, ah, ist der dumm, das macht man nicht. Als Krypto ist das stärker. Ich hätte es auch erlöst. Wenn ich noch kein 100er Lugia hätte, hätte ich meins auch erlöst, wenn es ein 100er werden würde. Mir sind 100er Legendäre lieber als alles andere. Ich glaube, mit Lugia machst du eh so gut wie nix. Dann lieber ein 100er für die Sammlung als irgendeins für die Sammlung. Selal, jetzt die Selal Edition. Wir müssen schnell durch, ich habe wieder so viel gelöscht, habe so viele Bilder bekommen. 100er Kabuto, Shiny Kacksprühl, Shiny Stolunior, 100er Amarino, 100er Mangunior. Ein Macholo und Machomai, was sich halt im Spiegel sieht, wie es dann mal werden wird. Und überhaupt Shiny Kabuto, Teddy Ursa, 100er Ammonitas, Shiny Ammonitas, 100er Liljeb, Shiny Cognodon, 100er Lavitar, Yorklev, Kacksprühl, sogar als Glücks, aber 100er, Dragosso, Shiny Krypto, Shiny Litomyth, Dodu, Cognodon, als 100er und Shiny, also Selm. Der Selma Boy, ich weiß nicht, der fängt so viel, gefühlt sagt er immer, mach einfach eine Sendung nur mit ihm, dann passt das. Shiny Anorith, Baumboll, was auch sehr cooles Shiny ist, habe ich auch noch nicht so oft gesehen hier, dass ihr das eingesendet habt. 100er Litomyth, 100er Schilderus, Shiny Groudon, 100er Schilderus, 100er Haspiroar, Shiny Haspiroar, Bidiza, Nidoran, Flunschlig, Panimos, 100er Haspiroar, jetzt fällt es mir auf, den hätte ich ein paar Mal rausnehmen können. Shiny Kacksprühl, Shiny Liljeb, dann Wolverine im Bett, der sich alte... Der sich in den Erinnerungen, der guckt sich da ein altes Bild an und vermisst natürlich die drei Fanrate-Pässe für 250 Coins, die ja jetzt 300 kosten. Das ist noch schön, wenn man dann noch ein Bild hat und zurückdenkt, was früher war. Dann das GoFest-Ticket, was das sein müsste, Expectation, dass man denkt, oh mein Gott, ich kriege hier dann überall Milzer, Milzer, Shiny Milzer, Milzer hier, Milzer da. Und die Realität, Raupi und Nocturne, da ist doch eigentlich... Die Realität viel besser als die Vorstellung. Milzer wird, denke ich mal, zu 99,9% eh noch einen Z-Day bekommen. Dann ist das Shiny auch nichts mehr wert. Aber Raupi hatte noch keinen Z-Day. Meiner Meinung nach wird Raupi auch keinen Z-Day bekommen. Und Raupi ist deshalb einfach viel wertvoller. Vor allem, weil du es einfach... Es ist grün. Ja, Milzer ist auch grün, egal. Du kannst es entwickeln. Ja, du kannst Milze auch entwickeln. Es hat Flügel. Max sag's nicht. Also Raubier, egal. Nocturne, so. Dann hier 100% Kaumalat, Glücks, Net Ghost. Guck dir die Nase an, wie der liegt und so traurig. Guck, da hinten ist noch ein Fuchs. Früher, heute, Frechheit, Haribo halbiert, Flascheninhalt von Happy Cola, ohne den Preis anzupassen. Ist mir nie aufgefallen. Sah das wirklich so aus? Sieht das jetzt so aus? Dann... Ohne Worte, wir zeigen einfach nur mal, wenn Ramses ein Hund wäre, ne, und aus der Badewanne kommt, finde ich immer, da, hier geht es um Pokémon, ja, um Pokémon, nicht um mich. Warum, wo hast du eigentlich Bilder von mir in der Badewanne? Aluhut, Shiny Mantax, Shiny Charmian, 100er Mantax, Rihorn Yorklev, Shiny Voltoball, Anorith, Ammonitas, Galapafloss, Shiny Glückwunsch. Ich betone nochmal, ich habe keinen Galapafloss bekommen. Ich habe jeden Tag alles gebrütet, was da war. Ich habe auch keinen Flapterix bekommen, obwohl ich jeden Tag alles gebrütet habe, was da war. Und das auf 18 Accounts. Jeden Tag das Maximum. So, Glückwunsch, schöne Farbe. Shiny Ordoch, Anorith, Kabuto, Kacksprühl, warte mal. Wir sind, ach du meine Fresse, Kabuto, denn jetzt sind wir bei Shinaya mit Shiny Anorith. Shiny Kacksprühl, 890er, Gerana, Groudon, Shiny,
Sonnenkern, Libera Foret, Cognodon, 100% Shiny. Aus der Forschung? Sieht aus wie Level 15, müsste aus der Forschung sein. Libera hat das Flapterix, guckt dir das an. Libera hat das 100er Groudon, das sehen wir sehr oft jetzt heute. Scheffe, guck dir Scheffe an, hat auch das 100er Groudon. 100er Loturzel, Lilieb Schilderus und dann Shiny Groudon, Mandax Schilderus, Cognodon. Schön übersichtlich. Kacksprühl, Sören, auf zwei Accounts gleichzeitig, gekackt. Kabuto, gekackt. Sören aus der Quest, Janma, 100. Burn Down Steve, Shiny, Chanera, Kabuto, Groudon, Kacksprühl, Flapterix, aber nicht Shiny, dafür 100. Meine Ausbeute der Abenteuerwoche, trotz über 170 gebrüteten Eiern, war in den Eiern nichts Gutes drin. Das Flapterix kam aus Eiern, naja, aus einer Feldforschung. Klingt wie YouTube-Kacke. 100% Flapterix auch bei Fusinator. Warum nicht? Und das war sogar der Pokédex-Eintrag. 100% Flapterix als Pokédex-Eintrag? iScorpions, nächste Raid Mania, nächstes 100. Erinnert ihr euch noch? Der hat in der Groudon Raid Mania ein 100% Groudon bekommen. Und der hat in der Kyogre Raid Mania ein 100% Kyogre bekommen. Richtig genial. Das heißt, heute noch ein Groudon und dann warte auf Mewtwo, dir wird gegönnt auf jeden Fall. Da steht doch ein blaues Pferd vor der Haustür, kein Besitzer weit und breit. Habe ich mal reingeholt, riecht jetzt etwas verkogelt, aber macht ein schönes Licht. So, auch Eiskorb Jens, da freut sich Master Gossi auch gleich mit. Marco Fedex hier auch 100% Groudon mitgenommen. Shiny Cognodon hier auch nochmal Ausbeute. Dreimal Schilderus bekommen, neunmal Cognodon bekommen. 100% Rameidon gepusht auf Level 50. Lukas. Start des Quest Days mit einem Shiny Anorith, Shiny Schilderus, Litomyth, Kleinstein, Kacksprühl, Patrick, Galapafloss in der fliegenden Edition sogar, Tobias, Alter Null, Schillern, ihr seht, was alles da ist, noch ein Ditto. Der hat auch alles einzeln geschickt, aber hat auch das Bild geschickt, also habe ich alles einzeln gelöscht und einfach das genommen, hat mir Arbeit abgenommen. Chevy, der Kaugummi, ne, der Chewy, 100% Shiny, Kabutops, Düsseldorf, Bam, was ist das? Was ist das? Was geht mit dir ab? Was ist das? Die Farb, guck dir die Farb an. Und, ja, kein 100er Groudon, aber 10, 10, 10, also 67%. Andy Project hier, der Schilling wollte mal wieder mit mir raiden. Warum nicht? Guck, grüßt sogar oder bestellt gerade zwei Bier, man weiß es nicht genau. Alexander Ahringer, Andy Shiny Natu, Luigi Serrada, Shiny Crypto, Owei, wupp, wupp, aus dem Ei, kommt was gekrochen, was kann das nur sein? Schneckmark. War das Pokémon, das Gefühl der meisten aus dem Ei kam, zusammen mit Portrott. Dann der Kaiser Kai bedankt sich nochmal für das Shiny Kangama, was er im Gewinnspiel gewonnen hat. Hat dann endlich, also hat dann aus dem Ei ein Lavita bekommen und endlich die Familie voll. Das Despota hat er damals aus der Kampfliga Belohnung bekommen. Normal nehme ich ja keine C-Day Pogies mit rein, aber das habe ich mal mit rein, fand ich cool. Bin krank und bekomme das. Da lohnt es sich doch krank zu sein, wenn man dann immer was bekommt. Der Robert 100er hat uns gezeigt, Metagross wild, Kacksprühl, Boldarus und Rameidon an der Tange. Guckt mal, wie die drei hier unten aufeinander hängen. Das ist doch mega genial, diese ganzen Entwicklungen, die dort auf einem Haufen sitzen. Er ist ein Mel-Metall dazugepackt, da drüben noch ein Kacksprühl. Hier ein Metagross, also die Spawns waren wirklich richtig stark in der Abenteuerwoche. Mac Maggie oder Mac MC, yo. Moin, du bist, moin, moin, ich bin der Mac Maggie von Samstag. Wollte nochmal bedanken und sagen, dass es mich gefreut hat, mit dir unterwegs zu sein. Habe gesehen, dass bei YouTube du Bilder zeigst von anderen Spielern. Wollte nur zeigen, was ich noch habe von früher. Kannst du vielleicht mit einbauen in das nächste Mal. Hier ist nämlich ein 100% Pikachu mit der SS-Kappe drin, der, wie ich sage, ja trotzdem sehr selten ist und die wenigsten davon das Shiny haben. Ja, habt ihr ein Shiny? Also ich habe eins. Habt ihr ein Shiny? Man braucht da sogar zwei. Denn damals konnte man die sogar noch entwickeln. Stellt euch das vor, das hat eine Mütze auf und du kannst es entwickeln und die Mütze fällt nicht ab. Krass. Dann das King Malat, Groudon auch 100% mitgenommen. Dann Hümmelchen, hey hey, hier Hümmelchen aus der Nachbarschaft Ilmenau. Freundin von Noxy84, hier mein Highlight vom GoFest. Wenn du magst, füg mich gerne hinzu. Liebe Grüße, Hümmelchen. Wenn ihr mögt, könnt ihr Hümmelchen jetzt wahrscheinlich auch hinzufügen.
Wenn da schon die Telefonnummer steht, ruft alle an. Also ihr könnt sie jetzt adden. Die hat nämlich hier ein 100% Milzer in Martinroda, Thüringen bekommen. Das ist direkt die Heimat, das ist hier Ilmenau. Ilmenau ist auch das Kinderland, ne? Mit dem Bällebad und den ganzen, wo es Schnitzel mit Pommes gibt. Genau, das ist das Wichtigste. Ja. Mal gucken, ob du neue Freundschaftsanfragen bekommst aus der Community und ob die, die dich adden, du die Namen vielleicht kennst aus den Streams oder irgendwoher oder sonst was. Würde mich freuen, vielleicht finden sich ein paar, die das adden. Müsst halt Pause machen, wenn ihr den Code nicht seht. Lost Lift, kein Schilling gefunden, aber Ramses, der Dicke gefunden, zählt das auch. Zählt nicht, ist falsch geschrieben. Also in der Lobby richtig, unten im Text falsch. Man kann es ja auch nicht abschreiben. Danke, so viel Mühe bin ich also wert. Dann die Elke Kaiser. 3 vom Quest Day aus ca. 50 Stops und das Evoli ist von heute, beziehungsweise Dienstagmorgen, Homespawn. Elke, 9.6. Zuerst das hier, ich habe mich gefreut, hatte ich noch nicht. Immer noch 9.6. abends beim Sortieren das hier entdeckt. Und dann, Kummer, wie Pierre, ne? Circa 18.10 Uhr Dienstag, 14.06.22, 5880 Pokémon und dann, klatsch! Circa 18.58, nachdem ich alle markierten Pokémon und die restlichen Mandax weggeschickt hatte. 3.849. Hat's auch mal durchgerechnet hier. 2.031 plus circa 45 Mandax und ein paar aus dem Stapel ergibt 2.087 verschickte Pokémon. Habt ihr auch Pokémon verschickt? Ich nicht, aber es gab ja doppelte Bonbons fürs Verschicken, glaube ich. Tyler Stark. 100er, dickter, 100er, Klick. Fehlt mir auch noch eins, um die Familie voll zu machen. Shinux, wir müssen ja Shinux sagen. 100% Gladiantri Milza, für mich die Highlights. Gladiantri sogar noch mehr als Milza. Kommt ihr nur aus Eiern, also richtig cool. Dann seine Shinies, die er so dann bekommen hat. Ihr seht da ein paar Bummelsknills und so weiter. Lauter Gedöns, da ein paar Kamhauptmitter reingequetscht. Hier und noch ein paar Mülltüten, ein paar Barmelinen, ein paar Milza, ein paar Löwen, Laukaps hier, Inkognito, das sticht auf jeden Fall heraus, das haben wir gleich auch nochmal einzeln. Der Schornstein ist auch dabei, auch richtig genial, ist auch mega selten, das Inkognito freut mich, das dürfte natürlich das G sein, oder? Ist das das G? Aufruf an alle Leute, wenn ihr noch shiny Inkognitos habt, die ihr nicht braucht, meldet euch bei mir, ich werde euch reich belohnen. Mir fehlt, glaube ich, noch das S, mir fehlt noch das E. Mir fehlt noch das L und mir fehlt noch das J. Also diese vier Buchstaben in Shiny brauche ich noch. Wer da was hat, kann sich gerne melden. Gerne auf 2:1. Der Ramses kommt auch gerne vorbei und massiert eure Füße. Dann haben wir hier immer noch Shinux, ne? Wahrscheinlich vom 0 bis 7, soll ich sagen. Das ist die ganze Abenteuerwoche. So, lasst es auf euch wirken. 100%ige Flapterix, Highlight, gut. Annika, Nagelotz, Shiny, gut. Hier, Quest Day, Kockschlitz. Shinies mitgenommen, Thomas Speck, Wielwühl am Kaiserstuhl, 100, Balgoras, Ramaidon, 100, 20 Millionen Sternstaub geknackt in der GWL, wie viel habt ihr, hat einer mehr, hat jemand mehr als 20 Millionen Sternstaub, dann meldet euch jetzt, schreibt es in die Kommentare oder schweigt für immer. Ich habe da vielleicht 1,3 Millionen oder so. 20 Millionen, wer hat mehr? Hat bestimmt einer mehr. Benjamin Engel, Kacksprühl, Shiny, Limango. Sorry, wenn das ein bisschen kurzfristig kommt. Wer dies etwas für Raider Mittwoch, Gruß, Limango, ne? Ist nicht aktuell, alt rausgekramt. Ist auch gar nicht so spektakulär. Ich habe da viel mehr. Ich habe auch jedes Kostüm mit 100% entwickelt. Und vor allem auch die Herzform. Die sehe ich hier ja gar nicht. Im Endeffekt ist die Herzform oben rechts das, deswegen mache ich schnell weiter. Dann der Sören hat uns gezeigt, der Elias und der Ezekiel ist heute Abend bei Raw. Ich sage, Mittwoch ist der beste Tag. Raid Mania, Raider Mittwoch und Raw heute Abend. Also der Beweis, dass Elias und Ezekiel nicht dieselben sind, weil die heute beide auftreten. Randomer Tausch, Julchen hier, 100er Milzer bekommen, aus der Heute-Forschung, 100er Amarino, Schundo Nummer 11, danke an Drachenfee, Schundo, Tangela, auch Fett, Henry Niggi, aus dem Ei bekommen, Gerda aus dem Ei bekommen. Wie Gerda, das heißt doch aber gar nicht Gerda, das heißt doch immer noch Galabafloss. Jetzt musst du dein Galabafloss Gerda nennen, ne? Statt gerade aus dem Ei bekommen. Gerda, der hat die Gerda bekommen, ja, Sache, egal. Galabafloss, dann Breni Stendal, Mist, 100er Kyoke geflüchtet. Das müsste der Schocker der Woche sein.
Pet Shop Boy, war nicht für Raider Mittwoch, hat trotzdem nochmal gezeigt, weil wir es davon hatten. Hat auch das Shiny damals bekommen, hat einen 100er bekommen. Damals ohne Map gefangen, alle Grazer Spieler sind damals gekommen, um es sich zu holen. Captain Knusper, hier auch noch 100% an Ego mitgenommen am 5.6. Und dann fand ich lustig, als ich gestern die Sachen abgescreent habe. Für Raider Mittwoch habe ich danach im Bett gelegen, habe noch alle Schilling-Videos geguckt, die mir gefehlt haben, kommentiert und geliked. Und bei Wochenbelohnung mit 60.000 Sternenstaub war ich genau 1337, der ein Like gegeben hat. 1337, ihr wisst, das ist die Zahl, die beim Schilling immer oben drin steht. 1337 als Uhrzeit, das ist lit, das ist die Elite. Da war ich auf dem Video, sehe so 36. Ach guck mal, 1337, was für ein Zufall. Das waren jetzt die Highlights, jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom, haltet euch fest, das ist das Bild, womit wir den Schocker immer einführen, 123 Kit. Ich habe ja schon viel gesehen jetzt diese Folge und es gab schon ein 100er Groudon und eine Woche drauf 100er Kyogre. Es gab 200er Kyogre an einem Tag, aber das habe ich auch so noch nicht erlebt, ist auch eigentlich unmöglich, denn jetzt kommen mal nach Monaten wieder Bilder für Raid am Mittwoch. Was ist das hier? Wir haben ein 100% Groudon 2351 gefangen am 10.06. in der Nähe von Burg Lengenfeld, Bayern. Dann haben wir ein Schild, dass man nicht pissen darf in das hässliche Gras, sonst schneiden sie dir die Eier ab. Und dann ein 100% Kyogre, auch am 10.06. in der Nähe von München, Bayern. 100% gefangen, beide am selben Tag gefangen in 100% mit 2351 und das finde ich mega stark. Also zwei 100er an einem Tag ist schon krass, aber dass man genau beide Pokémon als 100%ige, wann ist denn das? Normalerweise ist Groudon alleine da und dann irgendwann kommt auch mal Kyogre und du kannst vielleicht 500er Kyogre an einem Tag fangen, aber dass du zwei verschiedene legendäre Pokémon an einem Tag fängst, kurz hintereinander, sonst was hin und her, finde ich auf jeden Fall krass. Sowas habe ich noch nicht erlebt, habe ich noch nicht gesehen. Für mich Schocker der Woche, ein tolles Ereignis und würde sagen, das war's dann von meiner Seite aus. Denkt an die Raidmania heute 18 bis 19 Uhr. Wenn ihr unterwegs seid und raidet, ladet mich ein, kriegt Raidmania Punkte. Und wenn ihr schlau seid und keine Möglichkeit habt, dann wartet bis 19 Uhr, wenn ich die Abschlussraids im Stream mache, seid anwesend. Wenn ihr mit mir befreundet seid, macht beim Abschlussraid mit, dass wir zusammen interagieren oder ihr noch ein gutes bekommt. Oder versucht mich zu adden während der Raidmania und seid schlau bei euren Nachrichten, die ihr dann schreibt ab 19 Uhr, dass ich dann weiß, dass ich euch vielleicht mitnehmen kann. Das führt zu weit. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.